Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Ihr seid ja eine tolle Truppe, sagte mir letztens jemand in Bezug auf die katholische Kirche. Und er hat ja recht. Wie viel Zank und Streit gibt es da immer wieder? Was wird alles in den Medien kolportiert an Ärgernissen, die in der Kirche sind oder durch die Kirche ausgelöst werden? Das ist furchtbar und hat überhaupt nichts mit dem Evangelium zu tun. Wir sollten vielmehr die Mahnung des Paulus ernst nehmen. Jede Art von Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung mit allem Bösen verbannt aus eurer Mitte. Ja, das, was so viele Menschen in der Kirche wahrnehmen, was auch da ist, gehört nicht in die Kirche, ist nicht Kirche, sondern es ist das, was wir Menschen immer wieder aus ihr machen, dass wir uns selbst und unsere Positionen und unsere Kleingläubigkeit wichtiger nehmen als das, was Jesus uns sagt. Das alles kann verbittern, uns in der Kirche und auch die, die von außen auf die Kirche schauen. Wenn wir aber das leben, was das Evangelium lebt, was das Evangelium uns vorsagt, was Paulus gelebt hat und so viele Heilige, dann haben wir eine Chance, dass auch Bitterkeit, Wut und Zorn aus unserer Kirche verschwinden und endlich wieder die Wahrheit, die Kraft und die Freude des Evangeliums im großen Stil nach außen strahlt. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, hilf uns immer wieder, dass nicht unsere menschliche Kleingeistigkeit Oberhand gewinnt im Leben deiner Kirche, sondern dass wir uns als Christinnen und Christen ganz dir zur Verfügung stellen, damit dein Licht auch in der Dunkelheit dieser Zeit leuchten kann, hell und klar auch über unserem Leben. Schenke uns dein Licht auch in dieser Nacht und erfülle uns mit ihm aufs Neue am nächsten Tag, damit wir voll Kraft und Freude und ohne Geschrei und Bitterkeit den Glauben an dich leben und verkünden können. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.